Moin Leute, mein Name ist Pavel. Ich bin Inhaber der Bäckerei und des Café Knust in Kiel. Und heute kommt ein Video, wo ich euch aufkläre, wie es mit der Bäckerei weitergeht. Ich habe hier einen kleinen Spickzettel, deswegen werde ich da immer weiter drauf gucken. Ich fange mal von ganz vorne an. Ich komme aus keiner klassischen Bäckerfamilie, sondern habe während meiner Ausbildung den Beruf lieben gelernt und dann nach meiner Ausbildung und nach meinem Meister mir 2010 hier in Kiel den Traum ermöglicht, eine kleine Bäckerei zu übernehmen und von Grund auf nach meinen Ideen und Gestaltungsmöglichkeiten um- und aufzubauen. 2012 kam dann das Café Knust dazu, was auch hier im Kieler Stadtteil nur wenige Meter, wenige hundert Meter entfernt ist. Seitdem gab es Höhen und Tiefen, die anstrengend waren, aber wo ich immer wieder gekämpft habe, um das weiter voranzubringen. Meine Frau mit neuen Ideen in den Wahnsinn getrieben habe. Aber sie auch immer wieder mitgezogen ist und wir beide das weiter vorangebracht haben. Ende 2019 habe ich dann auch mit dem Stream auf Twitch angefangen, aus einer Idee heraus einfach ein bisschen Werbung für mich zu machen. Und ich hätte nie gedacht, wie erfolgreich ich damit werde, wie viele Leute ich erreiche, was für eine Verbundenheit entsteht zu einer Community, Leuten, die ich teilweise noch nie gesehen habe, wo ich halt nur Texte in einem Chat lese. Und ich hätte auch nie gedacht, wie viel Spaß mir das macht. Durch das Stream kam ein Online-Shop hinzu. Das Stream, die Community, der Online-Shop, die Kunden, vor allem hier im Laden, haben uns dann mit 2020, 21 und 22 durch die schwierige, auch für uns schwierige Corona-Zeit gebracht. Was man während Corona nicht wusste, dass es noch viel schlimmer kommt. Die Auswirkungen seit dem Ukraine-Krieg sind verheerend. Die Preisexplosion, ob es Rohstoffe angeht, ob es Energie angeht, ob es Personalkosten angeht, machen uns schwer zu schaffen. Und es hat wirklich dazu geführt, dass wir nun radikal was verändern müssen, sonst sind wir bald nicht mehr da. Ich und meine Frau haben uns dazu entschieden, weiterzumachen, aber es muss radikal was sich ändern. Das war's mit meinen Notizen, die ich bis jetzt hatte. Jetzt werde ich freisprechen. Januar, Freitag, der 13.2023. Ich habe meinen mit treuesten Angestellten die Kündigung überreicht. Ich habe fast alle meine Angestellten gekündigt. Das Café Knust wird es ab Ende Februar nicht mehr geben. Wir konzentrieren uns rein auf die Bäckerei und ich muss radikal was ändern, damit wir weiter überleben. Das heißt, für euch auch alle, die alle Holika und Mike kennt, die werden in den nächsten Monaten Kündigungsfristen und so werden halt eingehalten, uns nach und nach verlassen. Ab Mai 2023 stehe ich dann mit unserer Azubine alleine in der Backstube. Was sich dann noch ändert, es wird ein bisschen fließend, ein bisschen totterig bestimmt übergehen. Wir werden nur noch 5 Tage die Woche geöffnet haben.
Anfangs werden wir auf den Sonntag verzichten und in Zukunft auf den Sonntag und den Montag. Das werden Schließtage bei uns hier oben sein. Es ist für mich eine sehr, sehr schwierige Entscheidung gewesen. Es ist ein bisschen mit den ganzen Angestellten, wir sind ein familiärer Betrieb, ein bisschen so gewesen, als würde ich meinen Mitarbeitern sagen, ey, du bist hier zu Hause, du darfst nicht mehr nach Hause kommen. Ich will dieses Video machen, um euch zu informieren, da ich mittlerweile eine Community aufgebaut habe und viele wissen, wo sie Infos von mir herkriegen, von den Social Medien. Ich das als Plattform sehe, wo wir viele Leute erreichen, habe ich mir gedacht, ich mache dieses Video. Ich fasse noch einmal ganz kurz zusammen. Ab 28. Februar 2023 ist der letzte Café-Öffnungstag. Danach wird es das Café Knust von uns geführt nicht mehr geben. Ab dem 1. Mai 2023 wird es so sein, dass ich alleine mit unserer Azubine nur noch die Backstube in der Backstube produziere, was auch dazu dann halt führt, dass wir auch eine Sortimentsanpassung machen werden. Ich hoffe, ich habe alles gesagt. Ich weiß nicht, es ist stotterig, das Video. Mir fehlen die Worte. Ich weiß nicht genau, wie ich mich ausdrücken soll. Ich wollte es euch mitteilen auf diesem Wege. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Ich hoffe, meine Kunden hier vor Ort bleiben mir treu. Ich hoffe, sie verstehen, ich will super gerne weitermachen. Also das Ding ist, ich glaube, ich habe hier was Cooles angefangen. Ich glaube, ich habe was Gutes angefangen. Und ich will hier A, im Stadtteil bleiben und B, will ich weitermachen. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Haut rein. Wir sehen uns. Ich bleibe ja da. Aber einige Leute halt leider nicht. Dankeschön.